Okay. Die Angeln sind verrostet. Geht auch nicht. So, jetzt müssen wir es aber aufmachen können. Ach so, einfach so öffnen. Okay. Ein Amboss im Ofen, natürlich, habe ich auch, ganz normal. Es ist leer, doch ich habe hier etwas Kohle rumliegen sehen. Okay, gehen wir mal Kohle abscheppen. War ja gleich hier um die Ecke. Ich muss den Eimer erst abstellen. Aha. Na, dann füll ihn mal. So. Etwas Seltsames hält den Wagen oben, wenn ich ihn nur mit etwas abstützen könnte. Mit einem Amboss? Nein. Mit einer Planke? Auch nicht. Okay. So, dann haben wir erstmal jetzt Kohle. Können wir mal direkt in den Ofen füllen. Zack und zack. So. Kraftstoff, Wasser, Fernbedienung. Ich muss die Kohle anfachen. Wie denn? Ich hab nichts zum Feuern. Okay. Hier fehlt aber auch noch was. Eine Sicherung vermute ich mal. Das funktioniert nicht. Ja, weil hier noch was fehlt. Okay. Müssen wir erstmal gucken, was hier noch fehlt. Da unten fehlt noch ein Ventil. Haben wir aber auch keins. Warte mal, da hing immer eins an der Hauswand. Können wir natürlich nicht mitnehmen. Okay, so geht's natürlich auch. Eine Fahrradkette. Vielleicht kann ich sie mit einem Werkzeug herauslösen. Ausgezeichnet, ich konnte diese Höllenstatue überlisten. Doch wieder sah ich einen Geist im Fenster. Er kam mir äußerst bekannt vor. Es könnte derselbe Geist sein, den ich die Treppe im Haus hinuntergehen sah. Die Erscheinung scheint über mich zu wachen und zu hoffen, dass ich das Geheimnis bald löse. Im Übrigen bin ich auch froh, dass die Katze dem Hund des Wachmanns entkam. Direkt unter dem Fenster stieß ich auf den Eingang zum Keller und daneben auf einen Laubhaufen, unter dem sich etwas verbergen könnte. Das Ungewöhnlichste hier ist ohne Zweifel der Konzertflügel. Es scheint fast, als hätte ihn jemand aus dem Fenster geworfen. Doch was für eine Hühne könnte so etwas bewerkstelligen? Das ist die Frage. Was haben wir denn hier? Ein Barometer. Eine Fahrradkette. Vielleicht kannst du mit einem Werkzeug rauslösen. Natürlich nicht. Planke mit Nägeln. Mit Zahnrädern. Ich probiere jetzt mal alles aus. Nee, okay, dann nicht. So. Ah, Flöte, Würfel, Schlittschuhe. Ach, hier sieht sie aus. Flöte. Was haben wir hier? Eine Sichel. Spielzeug. Brauchen wir gar nichts. Flugzeug, Tomate, Bowlingkegel. Tomate. Eine Schere. Flugzeug. Kurvenschablone. Da. Nee, doch nicht. Okay. Herzreifen. Ballfahrradhupe. Ja. Flugzeug. Herz. Flöte, Würfel, Schlittschuh. Bowlingkegel, Schlittschuh. Schlittschuh. Würfel. Da, Würfel. Flöte, Kurvenschablone, Reifen. Kurvenschablone. Ah, oh, beruhigt mich mal wieder. Ja, völlig am Durchdrehen, das ist doch. Reifen, Ball, Fahrradhupe.
Reifenball, Fahrradhupe. Ein hupender Reifenball auf einem Fahrrad. Da ist die Fahrradhupe. Tja, Ball ist die Frage. Wie groß, wie klein? Ballreifen. Tja, gute Frage. Ja, man ist irgendwie nicht ganz bei der Sache. Ah, da hinten ist der Ball. Wenn man hier das Auto beim TÜV hat, da ist dann immer so die Frage, so klappt alles, kommt da durch, tralala. Da ist man nicht ganz bei der Sache, stelle ich gerade fest. Ja. Ach, da unten. Das ist doch... Platter Reifen. Den brauchen wir fürs Auto hinten. Aber da ist platt. Bringt mir nichts. Dieser Draht kann Strom leiten. Hol den raus. Geht natürlich nicht. Brauchen wir also noch eine Zange. Einige der Würfel fehlen. Okay, brauchen wir noch ein paar Würfelchen. Aber mehr kann man hier im Moment nicht machen. Ich kann den Draht ja nicht mitnehmen im Moment. Brauchen wir auch noch eine Zange? Mutti, bist du's? Mami? Ich ging hinab in den Keller und war sofort wieder wie gelähmt. Dies war nicht dieses böse Etwas, sondern ein Geist voller Verzweiflung, Wut und Leid. Er warf mir seinen Hass entgegen, so wie er einen Stein an die Lampe warf. Scheut er etwa das Licht? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Selbst im Dunkeln kann ich den Transformator hinter der Tür, hinter dem Tor ausmachen. Dort muss ich hin, um die Lichter im Haus einzuschalten. Ich brauche etwas, damit die Lampe leuchtet. Was denn? Ich hab nichts, damit die Lampe leuchten kann. Brauche etwas, damit die Lampe leuchtet. Ich hab aber nichts. Reifen. Geht natürlich auch nicht. Okay, jetzt können wir aber mal zum Auto. Da fehlt ja ein Reifen. Hier gibt es momentan nichts mehr zu erledigen. Okay, brauchen wir hier doch nicht? Ne, warte mal. Wir hatten doch den Balkenheber hier. Brauchen wir denn hinten beim Karren vielleicht? Wo die, beim Kohlewagen, wo die Kohle drin ist. Brauchen wir denn vielleicht hier? Geht natürlich auch nicht. Hä, ist doch. Okay, jetzt haben wir ein Barometer. Oder fehlt doch hier gar nicht. Ach doch. Großartig, es funktioniert. Ein Feuerzeug. Ein Ventil. So, Fernbedienung läuft. Brauchen wir noch Kraftstoff und Wasser. Hier können wir die Kohle mal anmachen. Somit haben wir auch den Kraftstoff. Jetzt fehlt nur noch Wasser. Huch. Viel zu heiß. Ich muss sie irgendwie aufheben. Okay. Eine Schaufel haben wir im Moment nicht.
Jetzt können wir aber das, die Lampe ja anmachen, ne? Okay. Schraubenzieherkorb bis Büste. Ein Pferd. Schraubenzieherkorb Büste. Ach, eine Luftpumpe. Okay. Passiert aber gar nichts. Da haben wir eine Büste. Da haben wir noch ein Pferd. Kleiderbügel, Bauplan. Da haben wir einen Bauplan. Kleiderbügel. Ein A. Zwei Masken, Schmetterling. Maske, Schmetterling, Maske, Schraubenzieherkorb. Ne, Quatsch, das ist ein Eimer. Korb? Schraubenzieher, dann Schraubenzieher. Ente 7 Seil. Korb, Ente, 7 Seil. Seile sind doch sonst immer so präsenthaft hier im Bild. Ente, 7 Seil. Da passiert gar nichts. Ein Korb. Da hinten ist der Korb. Ente. 7 und Seil. Wir können die ganze Zeit drücken, aber es passiert nichts. Sieben und Seil. Da haben wir kein Seil. Ach ja. Sieben und Seil. Seil sieben. Sieben Seile. Der siebte Seil. Seil der sieben. Das könnten wir jetzt endlos fortführen. Ja. Da ist auch nichts. Ah, ist doch sehr hilfreich. Da ist auch keine 7. Da oben. Na, guck mal. So, wo ist das Seil? Das soll ich nämlich ums Verrecken nicht. Da? Huch, nein, du sollst nicht rausgehen. Puh, ich seh's nicht. Na super. Ein Schraubenzieher haben wir gefunden, na siehste. Mit diesem Schraubstock kann ich etwas fixieren. Eine Pumpe, hiermit könnte ich etwas aufpumpen. Ach, hier, dein Reifen zum Beispiel. So, haben wir dann aufgepumpten Reifen, sehr schön. An dieser Werkbank könnte ich ein bisschen werkeln. Okay. Kann man im Moment nichts machen. Kann ich etwas fixieren. Dies kann ich zu Sprossen zurechtsägen. Da bräuchten wir erstmal noch eine Säge, ne? Die haben wir natürlich nicht da. Okay. Brauchen wir erstmal noch eine Säge. So, was haben wir da hinten? Dieser Mechanismus hebt das Gitter, doch ohne Kette funktioniert der nicht. Warte mal, Kette. Da haben wir eine Leiter.
Hier können wir doch jetzt. Ah, siehst du. Kette, so. Schraubenzieher, wollen wir denn noch brauchen? Stromleiten, dann brauchen wir eine Zange für. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir den Schraubenzieher noch gebraucht. Kette. Was? Ach, ich muss sie kürzen.